Herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres Beyond Two Souls Let's Plays für die PlayStation 3. Ich bin Rektalin und ihr schaut Replay Games for You. Seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Okay. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden. Mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Offensichtlich. Wenn sie mir nicht helfen, kann ich nichts für sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Oha. Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Es geht hier ab. Ich weiß. Sie kommen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute rankam. Wo ist sie? Ui. Das kann ja nicht gut ausgehen. Sie ist bestimmt nicht mehr da. Was ein Anfang. Wahnsinn. Oh, the fuck. Ich würde mal sagen, selber schuld. Aber was die hier eine Bombast-Optik aufwahren, ist der Wahnsinn, ey. Grafisch absolute Oberklasse. Ah, okay. Das ist wohl so eine Art. Das sieht ein bisschen aus wie Animus, ne? Von Assassin's Creed. Das wäre so eine Art Zeitstrang oder so.
bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Das kennen wir ja schon aus der Demo, deswegen werde ich das relativ fix spielen. Okay, hier, dann versuch mal aufzuheben. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Ist ja gut. Was ein Vogel, ey. Okay, Nathan wartet auf uns. Okay. Wer ist das? Was ist das? Ach, gedrückt halten, okay. Ah. Ja. Komm schon, Jody. Sehr gut. Komm ja schon. Ah, verdammt. Ich hab nicht genug Kleingeld. So ein. Hi, Cole. Hey, Alan. Er ist fast fertig. Er war vor 2 Wochen fertig. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Ja, aber echt. Extra schick gemacht. Wir sind da. Hey, Jody. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Wenn du es sagst, du kennst dich ja aus. Oh ja. Ho, ho, ho. Jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Hey, Jody, kannst du mich hören? Ja. Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan. Und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Klar. Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. So, dann gehen wir mal hin. Gucken uns die Karte an. Die ein Stern ist. Was wir für ein Psycho sind. Wahnsinn. So ein Viereck, oder? Vierecke. Nächste Karte. Okay, okay. Ich bin doch kein Affe, ey. Ah, die Wellen. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Was denn? Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Na klar. Ich kann auch ganz andere Sachen machen. Okay. Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Na klar. Du wirst noch sehen, was Scheiß bewegen kann. Guck mal hier, ins Gesicht. Oh, doch, doch, doch. Das können wir auch machen. Hier, jetzt kriegst du es, Tante. Wo liegt das Problem? Hier mal die Kamera.
Bam! Find's gut, ja? Fetzen von der Wasserflasche. Das war's. Tut mir leid, aber mir reicht's. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Nein, lass mich hier raus! Ihr habt uns doch gezwungen, ihr Vögel. Wir hatten nur Spaß. Es wird niemals vorbei sein. Okay, es geht ja rasant. Was ist das? Die Botschaft, okay. Yeah, unsere erste Trophäe. Noch eine. Wahnsinn. Wie wir sind gehorsam. Na, von mir aus auch das. Schick. Was sind das alles für Leute? Diplomaten, Politiker, Geschäftsleute, Spione. Das übliche Botschaftsvolk. Ist es nicht der von dem SWAT-Team? Das Kleid ist Schrott. Ich hätte lieber was anderes anziehen sollen. Nein, das Kleid ist perfekt. Okay. Sieht toll aus. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Okay. Was müssen wir denn tun? Ich brauche einen ruhigen Platz. Also die Grafik ist der Wahnsinn. Oh. Na, dann gehen wir doch das für auf das Klo für Vermummte, würde ich sagen. Wenn wir einen ruhigen Ort brauchen. Oh, schick. Schick, schick, schick. Guckt euch mal die anderen Kleider an, die sind nicht so aufreizend wie unseres. Nicht, dass sie noch sauer werden hier. Als wären wir in Star Wars, das eben was Jabba da hat und die reden komisch auswendig. Yeah, Le Clou. Und jetzt? Nein, nicht hinfallen lassen, was machst du denn? Okay. Stift und Zettel auf dem Klo. Aiden, bist du bereit? Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Okay. Beiden wechseln.
Gucken wir mal, dass wir hier durchkommen. Schnell, Aiden. Ja, ich versuch's ja. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Tut mir leid, tut mir leid. Moment, hier war doch was. Da. Das sieht nicht so aus. Weil ich hier drüben. Da ist irgendwie nichts. Vielleicht hier. Meinst du? Ich denke ja nicht. Was reden die denn für ein Kram? Aber wenn du sagst. Gucken, vielleicht ist es hier. Ah, Tatsache, das sieht doch gut aus. Mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Irgendwo muss ein Schalter sein. Okay, ein Schalter also. Such ihn, Aiden. Ja, ja, ist ja gut. Was ist denn das da oben? Da ist eine Kamera. Wir machen erstmal die Kamera aus. Ist ja irgendwo hier ein Raum sein. Sicherheitsraum. Gucken, dass wir den suchen. Dementsprechend dann. Ah, hier, das sieht doch gut aus. Hier muss es sein. Tu, was du musst. Nee, das will ich nicht. Ich will was anderes machen. Der guckt gerade weg, ne? Okay. Würde ich sagen, dann machen wir den Fernseher mal. Genug Fußball geguckt. Na, Anna. Okay, Pause. Okay. Wir sind wieder zurück. Jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen. Wir sind sicher. Gut, gut, gut. Dann können wir jetzt nach dem Schalter suchen. Ist er, ne? Das. Kommen wir hier rein. Ah, da ist er. Machen wir einen Schalter um. Mal sehen, ob du den Zettel kriegst. Na klar, kriegen wir das hin. Jetzt lesen wir die Dokumente. Okay. Das ist ja. Nicht bewegen. Nasenbluten. Okay, R1 gedrückt halten. Viereck gedrückt halten. Jetzt gibt's wieder Fingerakrobatik. Das kennen wir schon als Heavy Rain. R1. Kreis. Aber auch. Wie geht man, Mädchen, bist so komisch. Alles klar. Ja, nicht aufgeben. Das schaffst du schon. So ein bisschen Rotz aus der Nase geht schon. Oh nein! Was ist das da? Der sagt gerade, sie perverser Schwein. Was machen Sie denn hier? Ich bin hier die Wache. Raus hier! Hä, hey, was geht da ab? Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Viel Glück. Hä? Hat die jetzt geklaut oder was geht hier ab? Vielleicht sollten wir uns erstmal das Gesicht abwaschen.
Komm schon, das geht schon. Wie kriegen wir die wieder fit? Warme Handtücher? Ich glaube, wir müssen raus. Die macht einen Eindruck, als hätte die ganz schön Ei gelegt, ey. Jody, alles klar? Fass mich nicht an! Oje, oje. Ich will jetzt gehen. Gut, ja, wir gehen. Oh, Chaba hat uns gesehen. Er will uns bestimmt als leicht begleitete Sklavin haben. Yeah, saubere Arbeit, Eisgar. Regnet ja Trophys quasi nach jeder Mission, ist der Wahnsinn. Was ist das jetzt? Jetzt wieder jünger. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jody, du bettelst doch schon seit Wochen, du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach tief Luft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Ist doch nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben, vielleicht findest du da Freunde. Na, geh schon. Okay, gehen wir. Das Geschenk musst du mitnehmen. Was für ein Geschenk? Meins? Wie für andere Leute? Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, das wird dir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann um 5 da. Viel Spaß. Aus welchem Grund glaube ich, dass er keine Ahnung hat, was man Kindern schenkt? Warte mal auf, Jody. Komm rein. Hi. Hey Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jody, nicht so schüchtern. Hey, Jody, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Die ist ja ganz schön hip hier. Klar, Mom, was immer du willst. Ach, wurde auch Zeit, dass sie verschwindet. Hey Leute, das ist Jody. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen? Nein. So ein Zeug? Nein. Partytime! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jody, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Was? Um die Musik? Alles klar, wird gemacht. Wo gibt's die Musik? Hallo? Musik? Da! Machen wir mal Rock. Was mit Pop? Hört schon alles gleich an. Disco ist scheiße. Was mit Country? Ist alles was gleich kacke. Was für ein Doodle ist das denn? Laber mal nicht, du Kuh. Wir legen was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Oh, wir stehen im Tisch. Was soll das denn? Steht unter meinem Bett seit einer Woche. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Uiuiui. Total genial. Jody, du auch eins? Ja, klar. Ja, klar. Her mit dem Bier, Mann. Und Echsen. Ja, Mann. Hey, verschluck dich nicht.
bestimmt ihr erstes Mal. Nein, ich trinke gern Bier. Ja. Na klar trinkst du gerne Bier. Was sind das denn für Ärsche, Mann? Komm, trinken wir noch ein Bier. Jawohl. Und auf Ex. Schluck. Hahaha, es wird schummrig, Mann. Wie heißt das denn? Los, noch ein. Okay. Da ist aber jemand angetrunken. Oh Gott. Zu dem echten Leben. Keine 5 Minuten auf der Party, schon besoffen. Willst du mal? Was? Klar! Was auch immer, was ist das? Drogen! Klar. Was geht denn hier ab? Erst saufen, dann Drogen? Hier, gib mal her. Komm, wie ein Profi, Mann. Erstes Mal, ne? Ach, ging mir damals auch so. Los, komm. Noch ein Zug. Man muss die Jugend genießen, während sie da ist, ey. Na komm, einer geht noch. Na gut, ne? Alter, jetzt ist sie besoffen und zugekifft. Perfekte Mischung. Ich glaube, wir haben Spaß auf der Party. Du benimmst dich etwas strange. Ich bin nicht strange, mir geht's wohl gut. Ist wirklich alles klar? Ja, alles bestens. Das ist nicht gerade heiß, Jody. So siehst du ja echt schräg aus. Was ist hier los? Mir geht's gut, was soll ich machen? Alles klar, Jody? Ja, ja, ist alles super. Ich weiß, was du denkst. Was? Du fragst dich, warum wir hier sind. Ich frag mich dasselbe. Ja, ich weiß, du hast's mir gesagt. Ich wollte nur mal sehen, wie das so ist. Ausgehen. Freunde haben. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Gehen wir wieder rein. Die da vorne dance. Vielleicht können wir auch dancen. Oha, was machst du denn da? Junge, du bist hässlich. Hi. Hi, ich bin Matt. Jody, oder? Und? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Wir sind kontaktfreudig. Ich bin da in so einem Programm. Mit eigenem Lehrer. Das ist ziemlich öde. Da sind sonst kaum Leute in meinem Alter. Ich glaube, ich habe mich wohl daran gewöhnt. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Da antworten wir nicht drauf. Im Prinzip kennt Kirsten mich nicht. Ihre Mom ist in meiner Einheit, deshalb bin ich eingeladen. Ich war vorher in London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? Ich würde es gern wissen, deswegen sagen wir die Wahrheit. Auf der Basis. Ich war immer dort, ich bin dort geboren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann und ich spiele in einer Band mit ein paar Freunden. Das ist cool. Du? Worauf stehst du? Los. Das klingt jetzt sicher langweilig, aber ich lese sehr viel und ich mag Sport. Ich meine, ich darf nicht aus der Basis, also das schränkt es etwas ein. Kann ich dich mal was fragen? Klar. Was machst du in Einheit 4? Ausweichen. Ich rede nicht gern darüber.
sorry, Mann. Ich bin blöd. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt oder so. Nein, ist okay. Was Langsames. Willst du mit mir tanzen? Okay. Gern. Auf, komm, strampeln wir ein bisschen. Okay. Müssen wir schunkeln, oder was? Tanzen ist sehr einfach. Bestimmt hörst du das ständig, aber ist echt hübsch, weißt du? Ja, klar. Schon oft gehört. Sagst du das eigentlich zu allen Mädchen? Ist nicht wie die anderen, ich meine. Ist was wirklich Besonderes an dir. Danke. Du kennst mich doch gar nicht. Wir bewegen die Hände. Ja, man muss Prinzipien haben. An Arsch fassen geht nicht, küssen ist in Ordnung. Der Kerl hat wahrscheinlich seinen ersten 3-Tage-Bart gehabt. Geht jetzt ab? Sie wirkt ja krass begeistert. Leute, Leute! Was? Warum gibt Jodie uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Hä? Nein. Klasse Idee. Nein, das wird der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jodie. Zeig uns, was du kannst. Okay, Jodie. Dann zeig doch mal was. Okay, ich zeig was. In Ordnung. Und was wirst du jetzt tun, Jodie? Wir machen das Feuer an, ne? Seid ganz still. Nicht bewegen. Ich hab solche Angst. Ich hab mich gerade eingepisst. Klappe, Steven. Schade, das Coolste kann man nicht machen. Hauen wir mal so einen Stuhl um. Shit, Mann, was zur Hölle war das? Ja, was wohl? Ich war das. So, was können wir hier noch machen? Was mit Flaschen oder so? Gibt wohl echt nur vorgefertigte Aktionspunkte. Der Tisch! Seht mal, der Tisch! Ich denke, das reicht, oder? Wir müssen sie ja nicht krass verstören. Aiden, sie warten. Ich hab da was gemacht, Mann. Hier, dann kriegt sie eine, weil die blöd ist. Da. Da war doch was. Sei nicht dämlich, Emma. Da ist nichts. Ich schwör es. Yeah. Das nenne ich doch mal Musikgeschmack. Das reicht mir jetzt. Ja, mir auch. Das war wirklich gruselig. Ich hab nicht gewollt, dass einer Angst kriegt. Sorry, ihr wolltet das alle und... Gut, okay, Leute. Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Oh je, da bin ich mal gespannt. Ist insgesamt besser gelaufen, als ich befürchtet habe. Ich mach erst Geschenke auf. Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Hässlich. Mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Oje. Was ist das? Ein Buch. Ein altes Buch.
Es mieft scheußlich. Haha, ich wusste es. Echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. Was eine Kuh. Nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Nein. Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja. Und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Was seid ihr denn für Ärsche, Mann? Und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten irgendwas mit ihr machen. Ein Scheiß, Mann. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Schnappt sie euch. Seid ihr bekloppt? Schüttel. Na komm. Oh, Meisterin der obskuren Dunkelheit. Bring uns deine mächtige Magie. Oh. Ich bring euch alle um, Mann. Jetzt sind wir Harry Potter. Bitte, lass mich raus. Das war so schön, als sie vorhin reinkam. Ich bitte auch. Bitte, lass mich raus. Bitte. Lass mich noch Kuchen? Bitte, ich will hier raus. Bitte, Hunger. Lass mich raus. Ja, ich bitte, machen bitte, wir endlich lass Party. Mich raus. Komm, komm, das kriegen wir doch hin, oder? Krass, ey, sperren die einfach ein? Was für Spastis, ey. Hol mich hier raus. Bitte. Okay, okay. Aber vorher gehen wir die erstmal besuchen. Töten können wir anscheinend keinen. Schade. Ja, ja, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen hart, Kinder dafür töten zu wollen, aber naja, so ist das Leben. Hart und ungerecht. Jetzt wird mir gerade schwummerig. So, jetzt haben wir es aber. So, damit haben wir die Tür ja wohl aufgemacht. Jetzt ist eine harte Entscheidung. Gehen oder Rache? Gehen oder Rache? Rache! Wir machen jetzt einen auf Carrie. Wenn man Fähigkeiten hat, dann sollte man sie auch nutzen. Hier hast du deinen Kuchen. Toll, sehr lustig, Steven. Hey, das war ich nicht. Ich hab's nicht gemacht. Vielleicht war's Jody. Ja, vielleicht. Shit, das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Lass mich hier nicht alleine. Okay, wartet auf mich. Die Tür, sie ist versperrt. Unmöglich, zieh fester. Ich sag doch, sie ist zu. Ganz ruhig. Pech gehabt, Leute. Pech. Zeig euch, wo der Hammer hängt. Hier, passt mal auf hier. Guckt mal die Bilder. Astreiner Horrorfilmkram hier. Ihr kleinen Teenager. Tut mir leid. Sollte vielleicht nicht so viel Spaß dran haben. Jawohl, geh weg gegen die Tussi. So muss das sein, ey. Hier, du kriegst auch eine. Fällt dir, ja? Hier hast du auch was. Gut, ne? Was zum Teufel ist hier los? Es reicht eigentlich. Okay, dann haben wir auf. Sieht aus, als hätte sich vollgestrollert. Kirst! Mein Gott, was ist
ist passiert? Sie wollte uns töten! Sie ist der Teufel! Der Teufel! Genau so sieht's aus, Mann. Komm mit, Johnny. Gehen wir nach Hause. Ja, würde ich sagen, dann machen wir mal einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.